war einmal. Das ist gut, oder? So fangen doch alle Geschichten an. Oder sind das nur Märchen? Nee, Märchen schreiben will ich ja gar nicht. Wie wär's mit an einem wunderschönen Morgen ging. Ja, wer ging denn? Wer ist denn eigentlich mein Protagonist? Und vielleicht ist der Morgen ja auch gar nicht schön. Vielleicht ist der ja nur schön für den Protagonisten und wenn ja, warum? Hallo Rappelkids, ich versuche mich heute als Autorin. Ja, genau. Wisst ihr, was Autoren oder Autorinnen sind? Das sind Menschen, die Geschichten und Gedichte schreiben, beziehungsweise Menschen, die tolle Texte sich ausdenken und dann aufschreiben. Das können auch Liedertexte sein oder eben Märchen und Geschichten. Aber ich stelle irgendwie gerade fest, das ist gar nicht so einfach. Mir fällt irgendwie nicht mal ein vernünftiger Anfang ein, geschweige denn ein spannender Verlauf und ein tolles Happy End. Meine Hauptfigur soll natürlich irgendwie ein spannendes Abenteuer erleben, das im besten Fall am Ende gut ausgeht. Klingt erstmal super, ist aber gar nicht so einfach. Es gibt schon Gründe, warum es so viele tolle Buchautoren gibt, die das richtig gut machen. Ich könnte da ein wenig Unterstützung brauchen. Rappelkiste, hast du denn schon mal ein Buch geschrieben? Steckt in dir vielleicht ein kleiner Autor? Sollen wir mal reinschauen? Ja, oder? Dann kommt mit! Was ist das denn? Sieht nach einer Geschichte aus, aber warum ist denn der Brief so zusammengerollt bzw. zusammengeknittert? Ich lese erstmal vor. Mal schauen. Vielleicht finden wir es ja raus. Das Abenteuer der WC-Ente. Kennt ihr die WC-Ente? Die ist ein Superheld, weil sie Superpower hat. Es gibt sie in vielen Farben, zum Beispiel blau, grün und gelb. Jeder mag gelb. Deshalb gibt es auch so viele gelbe Blumen, fragte sich Steffi eines Tages. Wenn ich die Antwort brauche, frage ich am besten die Oma. Denn Omas wissen alles. So machten sich alle auf den Weg zur Großmutter. Die war aber leider nicht da. Sie war beim Sport. Hä? Mist! Sport mag ich gar nicht. Das dachte sich auch das dicke Pizzamonster. Und wenn Pizza das schon denkt, dann muss es so sein. Okay. Pizza ist auch schlau. Vielleicht esse ich eine Pizza und dann weiß ich alles. Da freute sich die WC-Ente, dass sie wieder helfen konnte. Ende. Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Wer hat das denn geschrieben? Also es macht zwar Spaß zu lesen, aber irgendwie Sinn ergibt das nicht, oder? Was hat denn jetzt die WC-Ente für ein Abenteuer erlebt und warum besuchen auf einmal alle die Großmutter und wer ist denn bitte das Pizzamonster? Rappelkiste, hast du das geschrieben? Bist du der Autor von dieser Quatschgeschichte? Oh, komm, wir schauen noch mal rein. Eine Fernbedienung. Damit können wir uns bestimmt zum Autor oder zur Autorin rüberseppen. Wartet. Hallo! Hallo Maike! Hallo Rappelkiste, na, hat dir unsere Geschichte gefallen? Ah, hallo ihr drei! Ja, das kann man wohl sagen. Was für ein lustiger Quatsch! Habt ihr denn etwa alle zusammengeschrieben?
Ja, so ungefähr. Wir haben Storytelling gespielt, ein Spiel, das wir aus der Schule kennen. Genau, das spielen wir manchmal in der Regenpause oder auch in einer Freistunde. Das macht immer ganz viel Spaß. Okay, und wie genau geht dieses Spiel? Der eine schreibt die Überschrift auf einen Zettel, gibt es dann dem anderen weiter. Der andere sieht dann die Überschrift und schreibt einen Satz dazu. Dann knickt er die Überschrift ein. Dann gibt der eine es dann dem anderen weiter. Und dann sieht man nur den einen Text, der den anderen geschrieben hat und nicht die Überschrift. Und dann wird es eine lustige Quatschgeschichte. Und Leonie stellt jetzt unsere Quatschgeschichte vor. Die Überschrift ist Bubble Tea. Es war einmal ein Mädchen. Sie sah Vögel im Garten. Die Raben knabberten am Gemüse. Das Mädchen verscheuchte die Raben. Ein Rabe blieb da und zwickte sie. Sie ging zu ihrer Mama und fragte sie wegen einem Pflaster. Sie bekam eins von ihrer Mutter. Danke für das Eis. Stattdessen kaufte sie sich ein Bubble Tea im Stadtcenter. Danach ging sie noch in die Stadt. Zu Ende. Und das war eine lustige Quatschgeschichte. Okay, ja, ich verstehe. Dann macht es doch wahrscheinlich am meisten Spaß, wenn man es mit ganz vielen zusammenspielt, oder? Ja, genau, denn dann weiß man gar nicht, was die Vorgänger geschrieben haben. Aber zu dritt klappt es schon super gut. Na, dann sollte ich damit vielleicht erstmal anfangen und vielleicht küsst mich ja dann doch noch die Muse. Wer soll dich küssen? Die Muse. Ja, das sagt man so. Das ist so eine Art Sprichwort, wenn ein Künstler oder einem kreativen Mensch plötzlich eine super Idee kommt, um etwas Tolles zu kreieren, wie zum Beispiel ein Gedicht schreiben oder ein Bild malen oder auch einen tollen Songtext oder eine Melodie im Kopf hat oder eben wie in meinem Fall eine Geschichte schreiben möchte. Dann hat ihn die Muse geküsst. Na, dann lass du dich mal küssen. Wir spielen lieber noch ein bisschen weiter. Das mache ich. Und vielen Dank, ihr drei. Tschüss, Rappelkiste. Tschüss, Maike. Es war schön mit euch. Wir spielen hier noch ein bisschen weiter. Tschüss. So, na dann suche ich mir doch jetzt mal mindestens zwei kreative Freunde, die Lust haben, so eine Quatschgeschichte mit mir zu schreiben. Freddy und Tito um die Zeit noch schlafen? Ich glaube schon. Da werde ich mir jemand anderen suchen müssen. Und was ist mit euch? Habt ihr vielleicht auch Lust bekommen, jetzt so eine Quatschgeschichte zu schreiben? Na dann, schnappt euch Papier und Feder. Naja, oder vielleicht einfach einen Stift. Und los geht's. Vielleicht haben eure Geschwister ja Zeit und Lust, mit euch eine Geschichte zu machen. Oder Mama und Papa. Oder vielleicht seid ihr eh verabredet und könnt mit euren Freunden drauf losschreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim kreativen Quatsch machen. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. So, wer könnte denn jetzt mit mir zusammen...